Die Zoomer-Generation, die sich ja selbst immer als über jeden Zweifel erhaben präsentiert, die scheint genau diejenige zu sein, die nicht nur die unfähigste, sondern auch die unbeliebteste ist. Guck mal hier zum Beispiel, da hat man eine Umfrage unter Arbeitgebern gemacht, die, jetzt nicht unbedingt schmeichelhaft für Zoomer ausfällt. Zusammengefasst sieht das wie folgt aus. 3 von 4 Managern fällt es schwer, mit Zoomern zusammenzuarbeiten. Und das sind die Kernpunkte, die geben nämlich an, dass die Zoomer nicht so fleißig, nicht so motiviert oder eben nicht so belastbar sind wie andere Generationen. Die Mehrzahl der Wirtschaftsführer und Manager arbeitet lieber mit Millennials zusammen. Die Hauptgründe dafür, dass sie das Gefühl haben, dass es schwierig sei, mit Gen Z zusammenzuarbeiten, sind der Mangel an technologischen Fähigkeiten, Anstrengung und Motivation. Ja, also den Zoomern, denen ist immer irgendwie alles zu anstrengend. Und erstaunlicherweise haben sie hier auch technologische Defizite offenbar. 65% geben sogar an, dass sie Gen Z Mitarbeiter häufiger entlassen müssen als Mitarbeiter anderer Generationen. Ganze 12% haben einen Zoomer weniger als eine Woche nach seinem Startdatum entlassen. Also das ist schon eine Hausnummer. Außerdem wird noch angegeben, dass sie zu leicht beleidigt seien, was einer der Hauptgründe für die Entlassung von Zoomern ist. Was haben wir hier noch? 74% der Manager sagen eben, dass Gen Z die Generation ist, mit der es am schwierigsten zu arbeiten ist. Das hatten wir gerade. Jeder dritte Manager, der Schwierigkeiten mit der Gen Z hat, stellt lieber Millennials ein. Ja, und hier sind nochmal die Gründe aufgeführt, also technologische Fähigkeiten, zu wenig Anstrengung, zu wenig Motivation, keine Produktivität oder zu wenig davon, viel zu leicht abgelenkt, mangelnde kommunikative Fähigkeiten, zu leicht beleidigt, ja, das ist die angesprochene Schneeflöckchen-Mentalität und noch einige andere Punkte. Das Ganze ist also ein echter Offenbarungseid, der sicher nicht von ungefähr kommt. Wie wir hier gesehen haben, gibt's seitens der Zoomer also offenbar Leistungsdefizite plus eine massive Blasiertheit gegenüber den Fähigen, also gegenüber den Leistungsträgern.